Jetzt nach Eule, Schutzklebe folgt. Fill up. Den Frederik habe ich gefunden über eine Freundin. Zuerst habe ich verschiedene Down-Syndrom-Stiftungen angeschrieben. Da kam allerdings sehr wenig zurück. Und eine Freundin ist Lehrerin an einer Inklusionsschule gewesen. Und die habe ich gefragt, gibt es bei dir ein Kind, das Down-Syndrom hat und da irgendwie schauspielerisch begabt ist? Und kam sofort, ja, der Frederik. Der hat schon ganz viel Reden gehalten an der Schule und Schauspieler da. Und dann habe ich mit ihm das Pitch-Video gemacht. Und dann war eigentlich auch klar, dass wir den Film zusammen machen müssen. Ich kann es gar nicht anders sagen, es ist ein Gefühl gewesen, darüber einen Film machen zu wollen. Und dieses Gefühl habe ich eben schon ganz lange. Und immer wenn ich Filme gesehen habe, die um Themen wie Inklusion gingen oder Mobbing und so, hat mich das einfach stark angesprochen. Und ich habe hier Kinder in dem Alter von den Kindern, die im Film spielen, und sehe einfach, dass es in jeder Klasse irgendein Kind gibt, das gemobbt wird. Und das Thema Down-Syndrom ist jetzt gar nicht so das vorherrschende Thema, sondern einfach anders sein. Und wie auch immer man anders ist, ist es ganz schnell ein Anlass, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Schauen wir mal, auf alle Fälle sieht sie super aus. Anna hat mich irgendwann gefragt, ob ich bei dem Film gerne dabei wäre. Und als ich dann auch gehört habe, worum es geht, dass es so ein wichtiges und auch aktuelles Thema ist, stand es für mich fest, dass ich da unbedingt dabei sein will, weil ich einfach denke, dass es toll ist, über dieses Thema einen Film zu machen. Und wenn man das verpackt in so einen Unterhaltungsrahmen, der trotzdem eine gewisse Message hat, dann ist das, finde ich, was sehr Schönes, was man da erreichen kann. Wenn man mit 11 Kindern dreht, ist eigentlich alles immer irgendwie amüsant, weil die halt einfach spontan und so frisch raus sind und halt sagen, was ihnen jetzt gerade einfällt. Mit Frederik war es halt eigentlich immer lustig und schön. Und ich habe seine Geduld sehr bewundert. Also obwohl er zwischen den Takes oft gesagt hat, ich explodiere gleich, wenn ich es nochmal machen muss, hat er es auch brav 10, 12 Mal gemacht. Und das war echt toll. Und dann sage ich, ist Benny zu Hause? Ist Benny da? Einfach, ist Benny da? Ist Benny da? Leopold ist einfach so ein toller Charakter und so ein besonderer Typ. Dem schaut man einfach auch total gerne zu. Und vor allem die beiden als Team sind einfach sehr liebenswert. Leopold Schill, der Schauspieler, der kommt ja aus Berlin. Und wir hatten keine Gelegenheit, dass die beiden sich vorher kennenlernen. Der Drehtag war wirklich der Tag, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Und da gab es den Moment, ich war nicht dabei, ich habe es erzählt bekommen, das muss wunderschön gewesen sein, als Leopold geklingelt hat bei Frederik. Und Frederik macht die Tür auf und Leopold sagt Hallo und die zwei haben sich sofort umarmt. Wir haben ja dann die Begegnung am Gartentor auch an diesem Tag noch gedreht, eine Stunde später. Und ich finde, man merkt nicht, dass die beiden sich quasi noch völlig fremd waren. Hey, Dicker! Ja, Digga, du! Beide waren so offen, dass sie diese Freunde, finde ich, sehr glaubhaft darstellen können. Mein Ziel war immer, dass man sich den Film anschaut und am Schluss auch so einen Freund wie den Benny haben will. Und das, denke ich, funktioniert auch gut. Er ist so zuckersüß. Ich meine, wer will nicht so einen Freund haben? Klar, nervt er im Schwimmbad, aber letzten Endes ist es auch der Einzige, der da zu ihm steht, wenn er dieses Wettschwimmen so verliert. Also das ist zwar peinlich, aber irgendwie auch total toll. Kann ich einen erstaunten, nicht dieses, sondern einen erstaunten Blick, oh, da sind ja die Mädels, okay? Und dann überlegst du, was mache ich jetzt, das ist sau peinlich hier. Und dann tauchst du ab.
schwierig war die Fußgängerzone, weil wir konnten ja nicht die ganze Fußgängerzone sperren. Das hätten wir uns gar nicht leisten können und wir hätten uns auch gar nicht so viele Komparsen leisten können, um das dann wieder echt wirken zu lassen. Insofern mussten wir mit der Fußgängerzone arbeiten, so wie sie war. Und da standen halt immer Leute und haben geklotzt, die man dann weiterschicken musste. Wir sind ein bisschen im Verzug, aber wir werden es schaffen. Ein Drehort war ja die Mangfall hier in Rosenheim. Das war ein wunderschöner Bach, aber mit extrem rutschigen Steinen. Wir sind dann mit den Stativen ins Wasser reingegangen, damit man auch wirklich das Gefühl hat, im Wasser drin zu sein und nicht von weit weg das Ganze sieht. Hat ein paar riskante Momente gegeben, aber es ging alles gut. Die machen wir nicht nochmal. Ja. Eine Schwierigkeit war auf alle Fälle, eine alte Fabrik zu finden. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber geeignete Sachen, die ich von anderen Drehs kannte, sind inzwischen abgerissen worden. Auch das Schwimmbad war ein Problem, weil die Schwimmbäder alle ausgelastet sind. Da einen freien Slot zu finden, war wirklich das größte Problem. Und bitte! Bevor ich echt Respekt hatte, war die Anzahl der Kinder. Die Sorge, dass mir 11 Kinder im Freibad und im Schwimmbad nicht unbedingt zuhören, sondern völlig außer Kontrolle geraten. Phasenweise war es auch so, aber wir haben sie immer wieder eingefangen. Sie haben sich immer mehr daran gewöhnt, dass wir nicht zum Spaß da sind, sondern zum Arbeiten. Und waren dann phasenweise echt super konzentriert, konnten die ganze Szene dann am Stück durchspielen, was mich echt erstaunt hat. Weißt du, wer echt behindert ist? Du! Hey! Komm, Schluss jetzt! Wir hatten ja dieses Raumschiff und das musste ja dann angezündet werden. Also schwierig war auch schon, das den Kindern beizubringen, dass dieses Raumschiff jetzt abbrennt. Und vorher war es immer noch, wir wollen noch spielen, nicht abbrennen. Ja, aber beim Dreh ist ja immer wenig Zeit, also viel bespielt worden ist es insgesamt nicht. Es ist eben zügig abgebrannt und das kann man ja auch nur einmal abbrennen. Wir hatten ja nur eins und deswegen war das schon eine Herausforderung, dass da dann auch alles gleich klappt. Dadurch, dass wir natürlich auch schneiden wollen während der ganzen Sequenz, haben wir uns vorher schon genau überlegt, ab welchem Punkt wir dann mit den Kameras schnell andere Positionen suchen, um dann entsprechend viel Material auch aufzunehmen, damit sich das später alles schneiden lässt. Wir waren sehr überrascht, wie schnell das plötzlich abgebrannt ist. Also es ging los und wir haben die erste Position gewechselt und plötzlich stand dieses Ding in Flammen. Es hat trotzdem noch ganz gut geklappt. Ein paar der geplanten Einstellungen sind dadurch rausgefallen, weil es viel schneller abgebrannt ist als gedacht. Aber das Ergebnis lässt sich, denke ich, sehen. Es gibt ja immer Sachen, wo man dann sagt, Mensch, das hätte anders laufen müssen oder das hätte ich jetzt so gemacht oder das hätte ich jetzt anders aufgelöst. Ich glaube, das hat man immer. Das ist nie 100% so, wie man will, aber muss man halt einfach flexibel im Kopf bleiben, darf sich nicht ärgern. Und es gibt ja immer eine Lösung, die dann vielleicht sogar besser ist als das, was man eigentlich wollte. Danke. Ich finde Drehen mit Kindern einfach wunderschön, gerade weil man es nicht so gut planen kann und es dann viele Überraschungen gibt, weil das ist einfach alles andere als langweilig dann. Und die Kinder bringen selber so viel von sich mit rein, was es dann irgendwie besonderer macht. Ja, ich würde jederzeit wieder mit Kindern drehen. Also Leute, wir haben abgedreht! Bravo 1, Roger 12-01. Set time, we're go, Mike. Okay, we're go. We're go, same time, we're go. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Come on, here you go. Habt ihr eigentlich schon für die Mathe-Kurse verstanden? Ah, stopp! Ladies! Einmal noch wieder hoch? Einmal noch! Laura, ich will gar nicht explodieren! Leopold! Hast du schon das neue Dragon Set? Ja.
Der Spätidienst ist da! Lecker! Endlich! Ich hab Lust. Ehrenmann! Und bitte! Was hast du schon wieder gemacht?